Seid ihr herzlich willkommen. 6. April ist Vollmond in Zeichen Jungfrau nach indischen Berechnung. Und das ist eine sehr präzise Berechnung. Die Astronomen sehen diesen Vollmond allerdings auch im Jungfrau. Ein Vollmond bedeutet, wenn Sonne und Mond gegenüber ist, dann kann Sonne den Mond ganz und voll beleuchten. Die indischen Astrologen sagen sogar, das bringt Glück, weil ein Vollmond beleuchtet bestimmte Themen oder beleuchtet unseren Lebensweg. Damit wir auch Klarheit bekommen in unserem Leben, ich werde in diesem Abend ein Ritual halten. Und das beginnt um 23 Uhr. Selbstverständlich kannst du teilnehmen in diesem Vollmondritual. Als Energieausgleich beträgt mein Honorar 10 Euro. Aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, bei diesem Horoskop, bei diesem indischen Horoskop, welche Verbindungen haben wir, weil das hat einen Einfluss auf die Geschehen. Sonne sehen wir hier um die Ecke in die linke Seite, in Tierkreiszeichen Fischen, also hat einen Einfluss auf diese Vollmondenergie. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und handelt sich dann um unsere Gefühlen. In diesem Stammbild gibt es zwei Fischen, die südlichen und die nördlichen Fisch, und das bedeutet zwei verschiedenen Richtungen, die negativen Gefühle wie Angst oder Zweifel und die positiven Gefühle wie Vertrauen, Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und natürlich Liebe. Was diese Fischenenergie noch symbolisiert, das sind unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Träume. Und genau gegenüber, hier unten um die Ecke, befindet sich Mond in Zeichen Jungfrau. Und das ist Erde-Element, zeigt die Realität. Also hier, was bei diesem Vollmond spiegelt, wie könnten wir unseren Träumen, dieser Fischen, Energie und Sonne, in Tat umsetzen und leben, diese Jungfrau-Energie, und das ist die Mondwirkung. Wobei Mond hat auch etwas, was mit unserem Träumen was zu tun. Was passiert noch in diesem Tag? Venus, und das sehen wir hier, in Tierkreiszeichen wieder, Venus befindet sich im Grenzgebiet zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier. Also beginnt dann die Venusbewegung in Tierkreiszeichen Stier, und Venus ist hier stark, weil Venus herrscht über diese Tierkreiszeichen. Und Stier sehen wir hier, also hier gibt es im Augenblick noch keinen Planet, aber Venus ist im Grenzbereich, übergeht im Stier. Und das sehen wir hier in diesem Kästchen, oben von rechts aus gesehen, wäre das die zweite Kästchen. Mars ist die männliche Energie. Mars sehen wir hier in Zwillingen nach indischen Berechnung, und ob jetzt Venus hier im Widder ist oder übergeht im Stier, die Verbindung ist sehr schön zwischen Mars
und Venus. Das ist Harmonie und hat einen Einfluss auf unserem Liebesleben. Saturn ist der Schicksalsplanet. Dort, wo Saturn sich bewegt, gibt es immer schicksalhafte Ereignisse. Saturn befindet sich hier in Wassermann nach indischen Berechnung und bildet sich eine Verbindung zum Mars. Hier ist die Mars-Energie. Mars ist im Luftelement, Saturn ist auch im Luftelement und das harmonisiert und löst aus, besonders bei den Männern, dass hier kommt eine schicksalhafte Entscheidung, schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen und das geht alles gut aus, weil das ist eine sehr schöne und harmonische Verbindung. Merkur ist hier im Widder und bildet sich eine Konjunktion zum Rahu. Rahu ist die aufsteigenden karmischen Knoten und zeigt eine neue Richtung, zeigt Veränderungen. Rahu beleuchtet auch etwas und Merkur bedeutet hier die Handlungen, die Gespräche und all das im Widderenergie. Und das bedeutet Kraft, Mut, Begeisterung, Neuigkeiten, eine neue Richtung. Die ganze Handlungsweisen oder Gespräche zeigen eine neue Richtung. Gleichzeitig ist Merkur in Opposition zum Ketu, weil das ist genau gegenüber. Und hier spiegelt sich etwas. Ketu ist hier im Waage und das bedeutet wie Frieden, Harmonie und Gerechtigkeit und Liebe. Und Ketu symbolisiert die Vergangenheit und hat einen großen Einfluss auf unsere Gefühlen. Und Merkur ist genau gegenüber, also aktiviert die Ketu-Energie aber auch. Und hier handelt es sich bei Ketu um Vergangenheit, bei Rahu um die Zukunft. Merkur hat einen Einfluss auf beiden karmischen Knoten. Und hier ist wichtig in die Mitte treffen, die Gegenwart leben. Dieser inneren Gleichgewicht oder etwas vergleichen und ausgleichen, nicht zu stürmisch handeln, wie ein Widder handelt, vielleicht manchmal unüberlegt, sondern auch die Waage-Energie hier gegenüber betrachten, die Sachen abwiegen oder ausgleichen und dann die richtigen Entscheidungen treffen und das natürlich die Merkur-Einfluss. Das kann Handlungen sein, Gespräche sein oder eine Nachricht oder oft Kommunikation bedeutet. Und das heißt Sonne in Fischen, Mond im Jungfrau. Das hier spiegelt sich etwas, handelt sich um unsere Träumen oder Kreativität und bei Jungfrau schon um die Taten, wie können wir das im Tat umsetzen. Außerdem, Jungfrau beobachtet etwas, bringt Heilung in die Geschehen. Und dann haben wir Merkur, Rahu, Mars und Saturn, Verbindung wie ein Dreieck. Das ist schön und harmonisch, zeigt Veränderungen, zeigt karmische Themen und hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Das ist die Saturn-Energie. Und Mars hier von Zwillingen kann natürlich unserem Kraft auch bedeuten, wo sollen wir unsere Kraft einsetzen, oder symbolisiert die
Männer, weil Mars bedeutet auch die männliche Energie. Und was noch wichtig ist, Venus ist hier im Grenzbereich zwischen Widder und Stier und bald wirkt von Tierkreiszeichen Stier. Und das ist eine sehr starke Venus-Energie, starke Liebesenergie, weil Venus herrscht über diese Tierkreiszeichen. In indischen Astrologie gibt es auch die Mondhäuser und dieser Vollmond ist im Hasta-Mondhaus und übersetzt bedeutet Hand oder Handlungen. Jetzt werden wir handeln. Hasta wird von Windermeatrix beeinflusst und das bedeutet die Weinleserin und das zeigt Fröhlichkeit oder ein Fest oder ein Hinweis, wie wichtig das ist, das Leben zu genießen. Und ich wünsche dir das auch. Alles Gute und alles Liebe.